Hallo meine Lieben, willkommen auf diesem gut duftenden Kanal. Mein Name ist Angelina Patchouli und ich bin heute nicht zu Hause, wie ihr es unschwer erkennen könnt. Ich bin heute in Mailand und zwar auf der großen Parfümmesse der Essence. Man sieht es hier schon, ich bin wahnsinnig aufgeregt. Natürlich läuft Angelina Patchouli hier durch die Gegend und macht alles unsicher. Ich freue mich wirklich sehr auf ein paar Stände und ich nehme euch natürlich mit. Viel Spaß bei dem Video! Hallo meine Lieben, ich habe jetzt hier gerade den Eingang durchquert und habe jetzt hier schon jemanden gefunden, den lieben Jill Aroma. Habe ich das richtig ausgesprochen? Perfekt, besser geht's nicht. Einen Kollegen haben wir getroffen, gerade am Eingang. Ja, und du bist auch gerade vor kurzem erst angekommen, ne? Ja, vor einer Stunde und ich bin schon ein wenig on fire, muss ich sagen. Ja. Bin ein bisschen überfordert. Ja, es ist so auch. Voll. Es ist so viel. Ich meine, wir sind jetzt hier ganz gar nicht weit gekommen. Wir sind jetzt hier bei Terenzi angekommen. Und werden mal gucken, ob wir da was finden, was wir noch nicht kennen. Ist auch schwer, ne? Also vor 3 Jahren, du musst wissen, der war so belagert. Der das hier? War so, ja, der Terenzi, also beide Terenzis, das waren die beliebtesten Stände überhaupt. Gut zu also wissen. Die waren richtig die ganze Zeit. Also okay. Viel Glück, wenn du mit denen ein Interview haben möchtest. Mal gucken. Aber ich würde es dir gönnen. Also ich habe es tatsächlich geschafft, zum Stand zu gelangen von Tiziana Terenzi. Und wie ihr hier sehen könnt, es sind auch ein paar Favoriten von mir dabei. Und den ersten, den ich jetzt wirklich schon geleert habe, weil ich ihn so oft im Sommer getragen habe, ist Thelea. Ich muss ihn dir nochmal zeigen. Also guck dir mal diesen Flakon an. Wow, oder? Ich werde mich jetzt nicht damit einparfümieren. Ich hoffe, das ist überhaupt hier erlaubt. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, weil ich ihn schon kenne. Aber ich hoffe, dass ich vielleicht ein paar Düfte finde, die ich noch nicht getestet habe. Und ich werde natürlich dann in meinen Videos darüber berichten. Hallo meine Lieben, ich bin wieder zurück und zwar nicht alleine. Ich bin heute mit Fiona von The Nose Behind hier. Hallo. Hallo sagen? Hallo zusammen. Und es hat einen guten Grund. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass wir die 2 neuen Clive Christian Düfte hier bewerten wollen oder sollen. Und ich habe sie natürlich im Voraus getestet und ich habe einen Favoriten, einen ganz, ganz, ganz großen Favoriten habe ich. Und soll ich das jetzt hier schon verraten? Ich habe im Vorfeld geschätzt, was dein Favorit ist. Und das wäre was gewesen? Ich hätte gedacht, der Blonde Amber. Ja. Ist es so? Ist es nicht? Aber alle denken das! Ja, ich hätte das gedacht, weil der Blonde Amber ist so der süßere Partyduft. Ich hätte eher gedacht, der passt, weil der ist halt sehr so exhibitionistisch so ein bisschen. Stimmt. Passt gut zu dir. Ja. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Also er ist mehr Unisex, finde ich. Und ich mag das, wenn Duft nicht zu süß ist und nicht zu weiblich. Ja. Ich finde beide mega gut. Willst du die mal kurz in die Kamera zeigen, damit die wissen, über was wir hier sprechen? Ja. Einmal hier Amberwood und einmal Blond Amber. Also mir gefällt der Amberwood besser, weil eben wie gesagt, ich habe so das Gefühl, dass diese Tabaknote, die drin ist, die hat so was leicht Maskulines, aber in sehr, sehr elegant und trotzdem Unisex. Das hört sich jetzt komisch an, weil ich jetzt maskulin gesagt habe, aber das ist diese maskuline Note, die für mich auch so gut von Frauen tragbar ist. Ich finde auch, das ist so ein eigentlich fast schon Duft für jeden Tag, aber in gehoben. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Es gibt Düfte, die sind manchmal overdressed und manchmal underdressed. Und ich finde, der hier ist zwar ein bisschen overdressed, aber auf eine gute Weise. Und es kann ja auch mal gut sein, es dass man... Es ist für den schickeren Alltag. Also es gibt ja Leute, die jeden Tag ein bisschen cooler aussehen. Für den auf jeden Fall. Ich mag den auch total gerne. Also gell? Ja. Ja, und beim Blonde Amber ist es so, ich lieb den auch, aber ich glaube, der ist eher was für den Herbst für mich. Ich mag ja Orange. Und da ist Orange drin, die habe ich rausgerochen. Mit Tuberose finde ich auch super. Aber für jetzt ist der mir einfach zu süß. Es ist ein schöner Abend. Aber es ist ein sehr, sehr schöner Duft. Und aktuell auch für den Abend ist ganz cool. Ja. Also ich habe auch gedacht, so, hey, wenn der Herbst kommt, dann trage ich den rauf und runter. Und jetzt trage ich Amberwood. Ich habe jetzt den Jill vorhin schon getroffen und wir haben beide gesagt, hey, wir sind jetzt schon am Anfang schon total überfordert.
bin jetzt hier tatsächlich in einem Stand angekommen, Armand Jane. Und ich habe zwei Düfte rausgesucht, die ich unbedingt von dieser Marke testen wollte. Das habe ich jetzt getan und sie sind umwerfend. Erstens ein floraler, frischer Duft hier, Le Vent. Ich hoffe, man spricht es französisch aus. Wenn nicht, auch egal. Und der zweite, den ich auch super gut finde, ist Indus. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Aber ich bin gerade wirklich geflasht von diesen zwei Düften. Liegt eventuell daran, dass es gerade Sommer ist. Es ist heiß und ich brauche gerade was Frisches. Hey, und die sind einfach zu gut. Ich habe jetzt hier einen richtig, richtig guten Rosenduft gefunden, und zwar von Spirit of Dubai. Und jetzt guckt ihr mal den Flakon an. Das hier oben ist eine echte Rose mit Glitzer drauf. Ich bin zwar noch nicht weit gekommen, aber ich finde, das ist bis jetzt einer der schönsten Flakons, die ich gesehen habe. Ich habe einen Stand gefunden, der ist, wie ich gerne sage, out of the universe. Schaut euch jetzt mal die Flakons an. Das hier sind Flakons oder Düfte, die das Gewitter oder die dunklen Wolken und den Regen, man sieht das hier, den Regen darstellen sollen. Und das hier soll Nebel sein. Und jetzt guckt euch mal hier diesen Flakon an. Wenn man das jetzt hier so schüttelt, dann haben wir hier Nebel drin. OMG. Habt ihr schon mal so einen Flakon gesehen? Also ich noch nicht. Ich finde den echt cool. Vor allem jetzt hier mit dem Deckel. Und er riecht echt gut. Also den hier, den habe ich jetzt gerade getestet. Ich weiß nicht, ob ich ihn aufsprühen soll. Es gibt hier so viele Düfte, aber ich bin gerade geflasht von dem hier. Wie heißt der? Spaces. Nee? Ich kann es nicht mehr genau lesen. Auf jeden Fall, die Marke heißt Filippo Sorcinelli. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und ja, ich werde jetzt hier noch andere Düfte testen, weil guckt euch mal die anderen Flakons an. Die sind auch amazing. Das ist Kunst. Ich würde sagen, das ist Kunst. Also weiter geht's. Ich habe jetzt hier ganz viel Düfte schon gerochen und ich hoffe wirklich, dass meine Nase das noch weiter macht. Ich habe ein paar gefunden, die ich echt gut finde. Die habe ich alle abfotografiert. Und weiter geht's. Oh, jetzt sehen wir da jemanden. Willst du mit rein? Ja, klar, gerne. Nein. Okay. Wer gehört alles zu dir? Ich mache einen Vlog, dann kommst du da mit rein. Hi! Ja, hi, alles cool. Ja, hi! Nice. Mega! Nice. Wann ist hier? Noch gar nicht so lange, ich glaube eine Stunde oder so. Okay. Wir sind vorhin erst angekommen und hey, ich bin überfordert. Ich habe das vorhin schon dem Jill gesagt. Zwei Tage hier unterwegs, also. Ja? Ich hatte so viele Pläne, ne, Videos machen hin und her. Ich glaube, ich muss mir einen dieser Tage auspicken, wo ich mich nur darauf konzentriere. Ja. Und du hast einfach, es ist einfach riesig. Ja, ja, ich bin, hey, das ist so schlimm. Aber hast du jetzt ganz viel Düfte schon getestet? Ganz ehrlich, mach deine Nase das mit. Ich nehme vieles mit halt so. Ich freue mich einfach erstmal, die Jungs und Mädels halt wiederzusehen, mit denen man halt in Kontakt ist und so weiter. Und auch aus Florenz, die man kennengelernt hat und so weiter. Und nehme erstmal Sachen mit. Wir quatschen schön. Es ist so geil. Ich denke mir so, wow, ey, wie viele Leute. Himmel auf Erden. Also gestern, als wir eine Stunde haben wir gebraucht, um irgendwie nur an 10 Booths vorbeizukommen. Okay. So, weil überall, ey, Duftbunker, bla bla. Ich fand's geil einfach. Mega so. Cool. Es ist ein schönes Feeling, dass du auch so ein bisschen das Feedback bekommst, halt. Ja. Die Wertschätzung, die Leute nehmen es wahr und so weiter. Halt. Ja, so, das stimmt. Super schön. Ja, mega cool. Ja. Tipps vom Duftbunker. Was du dir angucken musst, auch noch, ist absolut Geheimtipp, Cicalia. Von der Aufmachung her und vom ganzen Konzept halt geht es absolut um Sizilien. Und die Jungs sind mega. Ja, es gibt einen sehr challenging Duft. Ja. Da weiß ich nicht, du brauchst schon eine harte und starke Persönlichkeit, um den halt für dich tragen zu machen. Okay, Challenge aber, accepted. Aber es sind zwei neue auch dabei. Fantastisch. Also viel Neues kennenzulernen, definitiv. Da kommt einiges auf mich zu jetzt. Definitiv. Ne? Ja. Erst eine Stunde, viel Spaß. Erst eine Stunde, ja, meine Nase will jetzt schon nicht mehr. Warst du schon hinten? Ich weiß nicht, wie heißen die nochmal, diese abgespaceden Flakons mit diesem kleinen Gewand drauf und den Wölkchen und so, hast du die gesehen? Das ist auch eine Challenge. Also das ist Filippo
Sorcinelli. Ja, genau. Pass auf, das, ich weiß nicht, ob du das weißt. Der Typ ist eigentlich derjenige, der die Rogi für den Vatikan, für viele Leute aus dem Vatikan. Ja. Also er kommt von da, wenn du mal drauf achtest. Eigentlich sieht das sehr diabolisch aus mit seinen Tattoos, dieser Streifen einfach und so. Dabei macht er einfach Sachen für etwas heilig gesprochene Geschichten. Also, ach so. Ne, und auch die Düfte sind sehr unique. Ja. Es ist nicht meine Duftwelt, aber ich finde es sehr interessant, wie es präsentiert ist. Und es ist mal was anderes. Ja, und auch stimmt. Das ist natürlich wichtig für uns, Abwechslung und so weiter. Wir wollen ja auch überrascht werden, obwohl wir hier kennen. Ja, deswegen sind wir hier heute. Das wird dir passieren, das wird dir passieren, auf jeden Fall. Es hat schon angefangen. Ja. Cool, danke, dass du hier in meinem Video mitgespielt hast. Super gerne, super gerne. Ja, und sonst sehen wir uns vielleicht nochmal. Definitiv. Hoffentlich. Freut mich. Ja? Viel Spaß, bis bald. Danke. Ciao. Also total lustig, wen man hier so alles trifft. Wir haben jetzt ein bisschen gequatscht, also Duftbunker und ich. Und er hat mir ein paar Tipps gegeben. Und ich hoffe, ich finde diese ganzen Marken hier, weil es ist echt nicht einfach. Ich sage das jedes Mal. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal hier anhalten und mich mal weiter durchschnuppern. Meine Nase hat kurz eine Pause gehabt und jetzt geht's gerade weiter. Leute, ich habe einen Duft gefunden, der einem anderen Duft ähnelt, der discontinued ist, der gar nicht mehr produziert wird. Und zwar, jetzt haltet euch fest, von Balenciaga Flora Botanica. Und das ist hier Kiro Le Romantique, das ist der Duft. Hey, mich haut's hier fast schon aus den Latschen. Der hat eine sehr, sehr große Ähnlichkeit. Oh mein Gott. So, meine Lieben, schaut mal, wen ich gefunden habe. Aquaman höchstpersönlich hier zufälligerweise gerade vor dem Birkholz stand. Ganz zufälligerweise. Ganz zufällig, gell? Nee, aber echt cool. Er hat mir nämlich gerade erzählt, dass es eine neue Kollektion geben wird. Wisst ihr, was dazu sagen? Ich habe die Flakons noch gar nicht gesehen. Ich habe sofort gesehen, hey, die kenne ich noch gar nicht. Und da ist mein Interesse geweckt. Ja, das ist quasi meine Geschichte, die wir durch Italien gehen. Ne? Du fängst morgens in Mailand an, bist nach Portofino zum Mittagessen und endest dann abends in Notto in Sizilien. So. Die sind ganz neu. Ich meine, das Design kennst du ja aus der Classic. Ja. Ne, von dem hier. Mhm. Aber sie sind jetzt alle verschiedene Farben, so italienische Leichtigkeit. Und die Kappe ist auch nochmal eine andere. Mhm. Und die Verpackungen sind genau die gleiche Farbe. Also passend zu denen. Und zu jedem Duft gibt es eine Story, eine italienische Geschichte. Ich liebe doch Geschichten. Oh, ich auch, ich liebe das. Ich mag das, wenn ich eine Geschichte in meinen Videos erzählen kann zu einem Duft. Ja. Dann fühlt man das einfach besser. Du hast ja wirklich, wir haben uns ja gerade jetzt erst getroffen. Ja. Willst du mal probieren? Auf jeden Fall. Aber jetzt machen wir es einfach so. Ja. Was denkst du, welcher würde zu mir am besten passen? Zu mir als Person? Was mal? Und jetzt erwarte ich was. Ah, du bist aber auch, das ist gemein, weil du magst auch viele Richtungen. Ich mag nicht so das typische Weibliche eigentlich. Ich weiß. Wir gehen mit Venedig. Visions of Venice. Mhm. Druck steigt. Bin ich jetzt aber gespannt. Dann sei ehrlich. Wie du ihn findest. Oh, der ist sehr gut. Ist gut, ne? Ananas. Hätte ich jetzt nicht rausgerochen. Am Anfang nur, ganz leicht. So, grüner Apfel, ein bisschen Zitrone. Man geht auch in dieses Florale mit rein und zum Schluss geilen Abschluss mit Moschus eigentlich. Ich wollte gerade, Moschus rieche ich raus. Das, der das ist sehr, sehr, ist da Rose drin? Da ist Rose drin. Ja. Ich glaube. Moschus Rose. Für deinen Mann. Der Mensch hinter der Kamera, den ihr gerade nicht seht. Warte auf, ich zeig ihr den erst und dann darfst du den. Ob ich den approve? Ob du approvest. Ja, okay. Auch sehr gut. Gut, oder? Aber der erinnert mich an Oud for Greatness, kann das sein? Ist da Oud drin? Ja? Oud ist kannst du. Nicht? Wirklich nicht. Mensch. Man denkt, da ist Oud drin, aber weiß ich nicht. Sag mal, ob du den gut findest. Gut? Er nickt. Er findet ihn gut. Okay, und dann natürlich muss ein typisch italienisches dabei sein. Der ist Hammer. Zitrisch. Zitrisch frisch, natürlich. Ja, klar, Portofino. Portraits die Story dahinter. Ja, quasi, du sitzt beim Mittagessen in Portofino am Wasser direkt mit einer schönen Pasta, einem Glas Weißwein und genießt dieses Porträt, was Portofino halt ist. Wunderschön. Weißt du? Sehr gut. Aquatisch, zitrische Noten, bitterer Orange, du merkst, der ist nicht so typisch süß, zitrisch, sondern sehr bitter eigentlich. Genau, da ist was Bitteres drin und das mag ich immer, weil ich mag das, wenn das bitter ist. Aber der erste, mit dem hast du mich echt, was war das? Venedig. Venice. Das mal ausspülen? Wow. Ja, auf jeden Fall. Schon viel gerochen? Ich habe heute schon echt viel durchgemacht, sagen wir es mal so. Aber dafür reicht es noch. Okay. Hier, da? Auf die Kleidung.
Wow. Ja, da steckt viel Liebe drin. Also die Reaktion, wir haben die ja zum ersten Mal jetzt präsentiert. Ja. Die sind ja noch gar nicht official auf dem Markt. So. Ja. Wir sind die Ersten. Es ist wirklich so. So. Und die kommen später im Jahr raus, im August ungefähr. Mhm. Wahnsinnig viel Leidenschaft drin und es kam super gut an. Ich meine, du bist ja auch bist du zum ersten Mal hier? Ja, das ist das erste Mal. Heftig, oder? Ja. Also der Duft, der haut mich gerade fast von den Latschen. Das habe ich jetzt vorhin schon gesagt bei einem anderen Duft, aber bei dem, ich muss das, glaube ich, nochmal neu ordnen gerade. Nee, ich finde den echt gut. Dankeschön. Ne? Und jetzt sind wir hier, wie gesagt, bis Samstag noch. Ja, wir sind sehr happy. Ja. Vielen Dank für das Interview und ich werde mich jetzt hier nochmal durchschnuppern. Mach das. Machen wir. Der Messetag ist rum und es geht aber weiter. Ich bin jetzt hier bei der Sergio Boutique. Hier gibt es nämlich eine Cocktailparty hier hinter mir. Auf die freue ich mich schon wirklich, wirklich sehr und natürlich nehme ich euch mit. Wir haben einen Sprung gemacht und jetzt sind wir in der Serjoff Boutique in Mailand. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hier hat es so viele gute Düfte. Die meisten habt ihr schon in meinen Videos gesehen, aber ich habe hier auch ein paar neue Düfte gefunden, die ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hoffe, ich darf meinen Drink jetzt hier abstellen. Zum Beispiel finde ich den einfach so schön. Hier, Dama Rose, natürlich von Serjoff, ist ein sehr, sehr schöner Rosenduft für den Sommer. Den habe ich mir auf jeden Fall auf meine Merkliste aufgeschrieben. Hier, mein Drink kommt natürlich mit. Und da hinten ist auch Leni Sense. Kennt ihr wahrscheinlich auch. Ich weiß jetzt nicht, ob sie Lust hat, mit uns zu reden, aber wir versuchen es jetzt einfach mal. Ah, und Herbert ist auch noch da. Hallo meine Lieben, wir drehen gerade. Da hinten ist der Kameramann. Ich habe eine Frage an euch. Wollt ihr kurz bei einem Interview mitmachen? Also ich habe Leni vorhin schon gefragt, was ihre Top 3 Serjoff-Düfte sind. Ich würde dich das gleiche auch nochmal fragen. Top 3. Es ist sehr schwer, sich überhaupt für 3 zu entscheiden. Okay, wer will anfangen von euch? Leni natürlich. Leni fängt an. Ich habe vorhin schon gesagt, weißt du nicht mehr, was ich vorhin gesagt habe? Ja, nochmal für meine Audience. Also Amber Star, definitiv. Apollonia und was war der dritte, was ich gesagt habe? 1888 von Casamonat. Underrated übrigens, underrated, müsst ihr testen so. Und jetzt Herbert, was sagst du? Top 3? Ja. Ganz spontan. Ja, ganz spontan. Ja, Kobe, dann Uden und Torino 21. Was sagst du zu Pico Valladama? Das ist ja so mein Top Nummer 1 Duft. Ja, also er ist schon, also ich finde ihn sehr interessant und sehr gut, aber er ist eigentlich. Ich würde nicht für dich. Für mich? Du findest, er passt? Oh mein Gott, meine also, Welt ist erschüttert. Findest du? Ja. Ich finde, er riecht so edel und es passt zu mir. Ja, also du gibst natürlich da so einen sehr aristokratischen Dutch. Also so ja, was. Bin auch ernster, als die Leute vielleicht denken. Okay. Ja, Leni sagt's ja. Hey, also, sag mal so, der Duft macht was mit dir. Okay, nächste Frage. Herbert, was würdest du sagen, was ist der Serjoff-Duft, der am besten zu mir passt, wenn du mich so siehst? Schwer. Schwierig. Aber sag jetzt nichts Falsches. L. L. L ist der süß, ne? Findest du nicht? L? Er ist fruchtig süß, habe ich jetzt im Kopf, oder? Aber ich weiß, dass L ihm sehr gut gefällt. Also. Okay, dann. Ja, nee, also. Weiß ich, sehe alle Frauen in L. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier aufhören und cut. Tag 2 der Messe. Ich bin heute wieder am Start. Meine Nase gestern, das war einfach System Overload. Die hat sich jetzt hier über Nacht ein bisschen erholen können und ist jetzt hier wieder am Start für die neuen Düfte. Und ich hoffe, ich finde ein paar Düfte für euch, die ihr noch nicht kennt.
Ich habe eine ganz besondere Marke gefunden und zwar ist das Roubigeon Paris. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und zwar haben ganz viele Persönlichkeiten von damals schon diesen Duft getragen. Und kein geringerer als Napoleon. Und zwar ist das hier natürlich neu formuliert, Fougère Royale. Das ist ein Duft, den er selbst getragen hat. Ich habe gerade mit der Managerin gesprochen, die hat mir ganz viel erzählt. Der wird auf jeden Fall noch ein YouTube-Video kommen. Dann haben wir hier auch Düfte, die Lady Diana getragen hat. Und zwar ist das hier Quelque Fleur, das Original. Das ist der Flakon. Das ist die neue Version, das war der alte, den sie getragen hatte. Und Marie Antoinette hat den auch getragen. Ich habe jetzt hier noch so eine Broschüre liegen, die werde ich mir mal durchlesen, wenn ich dann im Zug sitze, wieder zurück. Da sind ein paar coole Storys drin. Ich zeige euch das jetzt mal ganz kurz. Das hat mich so geflasht. Ich mag das ja, wenn ein Duft eine Story hat. Hier seht ihr, welche Persönlichkeiten diese Düfte getragen haben. Wirklich, wirklich schön. Nächster Stopp ist Rosendo Mathieu. Ihr habt schon ganz viel von der Marke wahrscheinlich schon gehört und zwar von einem ganz bestimmten Duft. Das ist auch der Bestseller. Habe ich mir sagen lassen, habe ich aber auch so erwartet. Und zwar ist das hier die Nummer 5. Er wird gehandelt als ähnlicher Duft zu Montal Arabians Tonka. Ich muss aber gestehen, ich finde den hier einen Ticken besser. Und zwar riecht er sehr pudrig, süß, Vanille. Ich sprühe den jetzt nochmal auf. Also falls du einen Duft suchst, der in your face ist, ich sag das ja immer gerne, der sehr, sehr auffällig ist, dann geh den testen, falls du süße, pudrige Düfte magst. Ich weiß, dass jetzt im Sommer ist es eigentlich nicht so üblich, diese Düfte zu tragen. Aber ich glaube, das wird jetzt heute mein Scent of the Day. Ich musste jetzt kurz raus. Meine Nase, die streikt gerade. Ich habe gerade so viele Düfte schon wieder gerochen. Teilweise auch echt heftige. Deswegen, ich bin jetzt hier gerade an der frischen Luft und mache jetzt einfach eine Pause. Ne? Nächste Station ist nicht die Messe. Und zwar sind wir jetzt in der Innenstadt von Mailand. Und ich habe einen Tipp bekommen vom lieben Duftbunker, vom Felice. Vielen Dank dafür. Du hast mir nämlich geraten, hierher zu kommen. Das ist die Zor Parfümerie. Und die sieht einfach nur unglaublich aus. Sie hat so viele coole Marken, zum Beispiel The House of Oud, dann haben wir hier Initio, dann haben wir Parfum de Mali. Und jetzt guckt euch mal hier diese Kulisse an. Ich finde das so schön hier. Also falls ihr in Mailand seid, kommt vorbei. Wieder zu Hause und hey Leute, was war denn das bitte für eine coole Zeit in Mailand? Ich bin gestern Abend angekommen, wieder zu Hause und ich habe das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Und wie cool war das denn bitte? Ich habe so viele coole Leute getroffen. Ich hatte einen ganz, ganz coolen Austausch mit ganz vielen Brands, mit ganz vielen Influencern, mit ganz vielen Leuten, die ihr eben gerade schon in dem Video gesehen habt. Und ich habe auch so viele neuen Brands gefunden. Ich dachte ja, ganz ehrlich, dass ich mich schon relativ gut auskenne, dass ich auch ganz viele Marken schon kenne, die auch unbekannt sind. Auch in Paris bin ich herumgelaufen, habe ganz viele Labels immer aufgeschrieben gehabt. Hey, aber das war nochmal eine ganz, ganz andere Nummer. Man läuft da durch die Gänge und du hast die ganze Zeit irgendwelche Brands, die du noch nie gesehen oder davon gehört hast. Und ich wollte wirklich alle durchtesten, ging aber nicht. Meine Nase wollte irgendwann einfach nicht mehr, die hat gestreikt. Ich habe aber trotzdem ganz, ganz viele Düfte testen können. Ich habe ganz viele Samples mitbekommen. Ich habe sie mir aufgeschrieben, ich habe eine Merkliste gemacht und ihr dürft wirklich gespannt sein, weil ich habe ein paar Düfte, die kommen definitiv in meinen nächsten Videos. Das sind richtige Geheimtipps, das sind Düfte, die kennt noch keiner. Die sind aber so gut, die hätten viel mehr Aufmerksamkeit verdient. Wirklich. Da waren so viele Brands, die haben so coole Stories. Da war eine Brand, die hat einen Duft, den Napoleon getragen hat. Die haben diesen Duft natürlich auch immer neu formuliert, aber das
war ein Duft, den tatsächlich er mal getragen hatte. Und das sind die Stories, die mich so interessiert machen. Das war einfach unglaublich cool. Dann waren wir noch auf der Serjov-Party eingeladen. Das war auch noch so ein Highlight. Da habe ich dann mit Leni und mit Herbert ein Interview geführt. Das war dann ganz spontan, habt ihr natürlich in dem Video gesehen, das ist jetzt hier das Ende des Videos, aber das hat mich auch so unglaublich gefreut. Dann habe ich mit dem Duftbunker geredet, mit dem gequatscht, das ist auch eine sehr coole Socke. Eine andere coole Socke ist Jill Aroma, mit dem habe ich auch ganz viel gequatscht. Den haben wir dann am letzten Tag auch noch auf der Straße aufgegabelt, der hat irgendwie seinen Flug verpasst. Das war einfach alles so unglaublich lustig. Dann waren wir noch auf der Aftershow-Party. Die war auch sehr cool, die war in einem Museum. Das musste auch mal irgendwie hinkriegen, eine Party in einem Museum zu machen, wo einfach mal ein halbes Schiff drin war. Da waren, glaube ich, zwei Schiffe. Ein halbes Riesenschiff von damals und dann nochmal so ein ganz, ganz, ganz altes aus Holz. Das war so eine coole Kulisse. Das war einfach unglaublich cool. Ach, und ich habe auf der Messe habe ich auch noch Jeremy gesehen. Ich bin nicht hingegangen. Ich muss ehrlich sein, ich habe mich nicht getraut, ihn zu fragen, ob wir ein Bild zusammen machen. Dann habe ich noch Demi Rowling gesehen, die war auch auf der Serjov Party. Da habe ich mich ja auch nicht getraut, ein Bild mit ihr zu machen. Und genau, auf der Serjov Party habe ich auch noch mit Geoff Momo gesprochen, dem Gründer von Serjov. Hey, wie cool war das denn bitte? Das ist auch ein so, so cooler Typ. Hat mich alles so unglaublich gefreut. Und ja, ihr dürft gespannt sein auf die nächsten Düfte, die jetzt hier in meinen Videos kommen, weil, hey, ich bin immer noch am Testen. Ich habe noch ein paar Samples, die ich testen muss nochmal, weil das war auf der Messe einfach zu viel. Ich habe ein paar mitgenommen und dachte, hey, ich glaube, der ist gut. Aber ich werde die jetzt die nächsten Tage nochmal gründlich testen, damit ich auch was zur Haltbarkeit und Sillage sagen kann. Aber da kommt was auf euch zu. So. Und jetzt bin ich aber wirklich fertig. Ich hoffe, du hattest Spaß bei diesem Video. Lass mir deine Gedanken in Form eines Kommentars unten da. Ich lese mir alles durch. Schreib mir mal drunter, wie du das so empfunden hast, die Messe. Ist das cool so mit diesem Vlog? Weil ich werde noch an ein paar andere Orte gehen dieses Jahr. Vielleicht nochmal nach Paris, eventuell. Und ja, da werde ich vielleicht nochmal drehen. Deswegen schreib mir das gerne mal unten drunter, ob du noch mehr von diesen Videos sehen möchtest. Ja, jetzt werde ich auf jeden Fall meinen dritten Kaffee zu mir nehmen. Zwei sind noch nicht genug. Ihr kennt mich. Und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Es ist heiß draußen. Es ist auch hier wirklich sehr heiß. Nicht so heiß wie in Mailand. Es war gefühlt, es hatte 40 Grad, glaube ich. Nein, es waren 36, aber es hat sich angefühlt wie 40, 50 Grad. Für mich ist alles über 25 Grad zu viel. Aber ja, ein Kaffee muss sein. Ich verquatsche mich schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.